Neues Video ist am Start von Trimax. Er baut die Stadt und spielt die Stadt. Ich denke, er wird da richtig viel reinsetzen. Ich bin mal gespannt, wie er es macht. Er sagt sogar Projektabbruch. Ich bin gespannt, ob er es macht oder ob er weiterspielt. Wie und was er macht, werden wir jetzt im Video sehen. Ich bin sehr gespannt. Projektabbruch, Riesenfehler gemacht, großer Stadtausbau. Hey, ich bin sehr gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Ja, let's go. Moin Leute, Trimax hier. Es Ups. geht weiter mit Heyday. Böse auf dem Game hängen geblieben. Was ist das? Lass Böse mich hängen reinhören. geblieben, ja. Weiß ich nicht. Was ist das für ein Brief? Dein Heyday-Team, der Diamant ist eine Zeitkapsel. Okay. Danke, dass du 10 Jahre Heyday gespielt hast. Ich spiele jetzt seit einer Woche. Aber die 50 Diamanten habe ich mir earned. Es soll ja bald zum 10-jährigen Ja. Geburtstag ein dickes Special geben. Dreifaches XP vom Lieferwagen. Bin ich gespannt, ob das stimmt. Und die Kirschen sind alle wieder fertig. Das ist Oha. so krank. Das ist völlig krank. Das verstehe ich immer noch nicht, warum man nicht das mit Kakaobäumen Und gemacht da hätte. kommen ja auch noch stärkere. Da kommen ja auch noch stärkere Bäume. Ich möchte Level 100 kommen, beziehungsweise es kommt ja bald ein Update, wo es die letzte Maschine auf Level 103 gibt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, Heyday feiert ihr Ultra. Das kommt immer wieder ganz nach oben in die Trends, das Video. Gerne den Kanal abonnieren und dann auch den Trader-Code nutzen. Mein Code ist Trimax. Im Ja, Shop mein Code ist auch immer B. Wieder Immer nutzen. aufladen. Was ist jetzt gerade mit dem Double XP Weekend? Was geht da gerade ab? Was ist da der Auftrag? Die Stadt. Die Stadt ist jetzt stark. Stadt ist OP, wirklich? Stadt ist OP? So ziemlich das Beste. Stadt ist das Beste. Anfang Wer hat ihm das denn schwächt, wird dann gesagt? aber stärker. Okay, wir gehen komplett auf Stadt. Das ist eine Stadtfolge. Alright, wir machen eine Stadtfolge. Double Okay. XP Weekend in der Stadt. Ich lade auf. Ihr macht zu Hause nicht nach. Das Geile ist ja. Also ich habe das ge gestern schon im Stream gesagt. Also die Stadt an sich ist nicht schlecht, muss man auch machen und sollte man auch immer gleichmäßig mit hochziehen. Aber alles auf die Stadt zu setzen, ist auf jeden Fall ein Riesenfehler, weil am Anfang ist die Stadt halt sehr schlecht und sehr schwach. Weil du kriegst am Anfang nur einen Besucher. Du hast dann nur wenig XP und wenn du das alles jammst, was er jetzt gleich wahrscheinlich machen wird, musst du erstmal die Besucher holen. Du kriegst nur einen Besucher pro Zug, das kostet 8 Diamanten. Vom persönlichen Zug kriegst du auch nur eine Person und dann musst du die Person ja ins Gebäude machen. Er muss die Produkte jammen, wenn er sie nicht von der Gemeinschaft bekommt und dann muss er die Leute dann noch jammen, wenn er die fertig machen will. Also er muss dreimal jammen. Für wenig XP. Das hätte er beim LKW viel besser gehabt und viel einfacher. Und die würden sogar noch mehr XP geben als die Stadt an sich. Das heißt, wir werden jetzt einen riesen Fehler sehen, den er jetzt begeht. Ich freue mich sehr drauf. Und das Ding bei der Stadt ist halt auch, er kann die nicht direkt maxen, weil er muss ja ein Ruflevel haben. Das heißt, die Gebäude kann man nur so hoch haben, wie sein Ruflevel ist. Heißt, beispielsweise, wir haben Ruflevel 10. Das heißt, wir können auch nur alle Gebäude maximal auf Level 10 haben. Und um die Stadt optimal zu nutzen, oder suboptimal eher in seinem Fall, wäre halt mindestens Level 12, weil dann hätte er Besucher auf 6 und XP auf 30. Das wäre dann noch so halb okay oder so mittel okay. 60% bräuchte er dann schon Level 18 für, was er definitiv nicht schaffen wird in dem Video. Ich denke mal, er wird zu Level 10, 11 kommen ungefähr, was definitiv nicht ausreichen wird, um die Stadt optimal zu nutzen. Aber ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Sehr hoher Diamantenverbrauch für wenig XP. Ja, alle Gelder, die wir hier reinbuttern. Boah, wo sind wir gerade? Ja, genau, 6.750. Und all die Gelder, die wir hier reinbuttern, wird Supercell am Ende nochmal den gleichen Betrag für eine Charity-Organisation unserer Wahl spenden. Das Ultra-Team. finde ich immer Wir noch wollen richtig eben geil, dass die das machen. 6.750 plus 500 sind. Ich brauche mehr Platz. Die Stadt sieht scheiße aus. Wir sind jetzt bei 7.250. So, wir brauchen Platz. Heute geht es Kostet zwar nicht komplett viel auf die Diamanten Stadt. für ihn Ich will jetzt gar im nicht wissen, wie Verhältnis, viele Level aber wir die Stadt durchballern. Damit die Stadt auch Land schön zu OP wird, erweitern in brauche der ich richtig Stadt ist schön viel ja. Platz hier. Boah, ist hier viel Bringt ihm ja Scheiß. gar Die ganzen nichts. Bäume, wie viele Er macht's Hindernisse. auch noch Zack, weg. zack, weg, Warum weg, macht er das? weg, weg. Ey, wenn ich Warum ihm so die viele Sachen Platz gegeben hier da hätte, ne, um ich die wäre so Bäume jetzt? sauer. Was Ich tun wäre wir? so Wir nehmen mal sauer. das alte Reservat, Weil es reparieren ihm die ja gar nichts Plattform, bringt. dann können wir wundervolles Zuhause für viele Tiere schaffen. 10.000. Wow, dieses Land ist wirklich noch gut gepflegt. Perfekt für ein paar Tiere in Not. Was ist denn jetzt? Puzzleteile. Abgeschlossen. Giraffenhaus. Da ist es schon. Was ist denn jetzt? Beige Giraffe. Ach, das ganze Land gehört jetzt hier mir? Hä, wieso ist sie traurig? Hä? Digga, ich wollte die Stadt leveln. Auf einmal habe ich eine Giraffe. Warum? Wofür denn? Ich wollte nur ein bisschen Er Platz checkt schaffen. Auf gar einmal hat er mir eine nichts. Giraffe angedreht. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt gehört, dass ich eine Giraffe möchte. Ich will XP, ich will Level. Ich habe kurz mit der Vogelscheuche geredet. Auf einmal habe ich eine fucking Giraffe. Jetzt, was hat sie jetzt? Jetzt pennt Okay. sie. Jetzt 25 XP. Ja. Na gut. So, wir müssen ein bisschen Ordnung hier So reinbringen. ist Mach mal das. hier. Macht das Sinn, die Sachen nach hinten zu stellen? Sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Gehen wir hier mal ein bisschen System rein. So, hat er auch schon ein Aber ich neues verstehe nicht, Gebäude? warum er Nee, jetzt das das noch ganze Land nicht. da erweitert Okay. hat. Das war ja So, total jetzt können wir für beginnen. nix. Der Klar, ist sieht's schon jetzt fertig. schöner aus. Verbessern können wir noch nicht. Zug jetzt Aber ja. holen. Die Stadt hat nur Platz für einen Besucher. Okay, der Er ist Zug schon war Level noch. 6. Okay. Erstmal alle ins Kino schicken. Lebensmittelgeschäft, Kino, Lebensmittelgeschäft, Pension, Imbiss, Pension, Kino, Pension. Die war fertig. Mich würde Okay. jetzt mal Du gehst interessieren, wie hoch immer noch auf sein Platz Zug beides. ist. Finishen. Du brauchst die einen Auflauf haben Okay, die ist wir. schon mal Oh, auf Level den 4. Himbeermocker haben wir.
Spiegelei mit Speck haben wir. Finishen. 200 XP plus Bonus. Oh ja, auch gefinisht. Geil. Käse haben wir auch. Brot. Zucker haben wir nicht. Wer will Zucker und Brot? Einfach nur Zucker und Brot. Den Saft haben wir. Die Pizza mit Chili haben wir. Schokoeis haben wir. Er hat jetzt halt den Vorteil, dass er die Produkte schon hat, ne? Finishen. Da muss er nicht so viel Diamanten ausgeben. Ach, die haben voll auf Geschenke für mich. Was ist das Geilste, was im Geschenk drin sein kann? Was bringt Rathaus verbessern? Das Geilste, was im Geschenk drin sein kann? Mein Gott, wie stark. Nein, Leute. Ja, am besten, was im Geschenk drin sein kann, sind halt Bretter, ne? Also für mich jetzt. Also das, was man... Scheunenerweiterung. Also... Scheunenerweiterung, ja. Geht nicht. Das ist auch voll. Die Pension noch ein höher? Auch nicht. Okay, das ist alles fertig. Ja, jetzt hängt er nämlich. Jetzt ist er stuckt. Wegen seinem Ruflevel. Das ist das Problem. Pension. Wenn er einfach weiterleveln könnte, wäre es ja noch optimal. Noch gut gewesen. Er hat da gerade Keks und Ei gejammt. Gibt's noch irgendwas? Fisch und Tomaten. Mais und Walz. Okay, das ist auch durch. Nehmen wir die alle wieder mit. Kriegen wir denn auch gut XP? Die stehen irgendwie zu dicht. Ich hab die doch dumm gesetzt. Die Geschenke sind aber auch ganz gut. Die darf man nicht unterschätzen, oder? Neuer Zug. Das sind alles neue Leute. Er kriegt doch nur einen Menschen, ne? Ich würde mich für mal interessieren, wie auf seinem Bahnhof ist. Was war der? Was jetzt? Oh, Stadtgebäude auf der Visite. Jetzt kann er alle einen upgraden. Verbessern. Zack, 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 zack. Was verbessert der denn da? Zug verbessern. Das zeigt er nicht, ne? Okay, 9. XP verbessern. Okay, 9 Leute. Oh, warte, Moment. Los geht's. Zug verbessern. Zack, 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 zack. Hat das gezeigt. XP verbessern. Okay, er macht Menschen. Okay, das ist normal. Dann hat er, wird er jetzt wahrscheinlich nochmal auf Menschen gehen. Eigentlich hätte es für ihn doch viel mehr Sinn gemacht, wenn er eine Person gelassen hätte. Und wäre nur voll auf XP gegangen, oder nicht? Weil er jammt doch sowieso alle Besucher. Das heißt, er hätte doch einfach Besucher lassen können. Nur auf diese XP. Weil dann wäre er ja bei 6, bei Level 12, also Ruf Level 12 ja schon Max gewesen, was XP angeht. Und das Jam hätte er sowieso gemacht. Also, dann wäre es vielleicht, dann wäre es besser gewesen. Weil die Besucheranzahl hat ihm ja nichts gebracht, weil er jammt ja, wie gesagt, sowieso. Verbessern, XP verbessern, XP verbessern, XP verbessern. Ist fürs reine Leveln ja das Beste, ne? Die wollen echt immer Schokoeis, das ist geil, wie die Shops dann. Sie verstehen nicht, warum er so viele Besucher gemacht hat. Die wollen hier alle Himbeermocker und einen Keks. Und einen Tomatensaft, das ist doch ziemlich random. Digga, ich will mehr Leute in der Stadt haben. Digga, die Leute geben mir echt gute Sachen so. Die Geschenke sind. Boah, das waren voll viele Dias gerade. Kann ich noch mehr Läden haben? Nein. Kann ich noch mehr Deko haben? Nee. Kann ich noch mehr Tiere haben? Okay, aber er hat jetzt erst 20.000 XP gemacht, ne? Lebensmittelgeschäft ist, glaube ich, das Einfachste. Die wollen ja nur Rohmaterialien. Wie geil. Geschenke auch alle sehr stabil. Also Lebensmittelgeschäft ist das Schlechteste von allen. Lebensmittelgeschäft ist das Schlechteste. Aber am Anfang levelt man noch nicht so viel und später wird das dann viel, viel mehr. So ist alles gut. Ey, wie geil, wenn man direkt den Scheiß hat, was sie wollen. Wenn man den Scheiß einfach hat, was sie wollen. Die haben so viele Geschenke alle. Das ist ja richtig viel, was die eingeben, oder? Wie groß ist die Auswahl, was die Leute zum Beispiel hier im Imbiss haben wollen? Kann man das beschränken auf eine bestimmte Anzahl? Hier nur so wie das Geilste. Das ja, jedes Gebäude hat seine Produkte, ne? Hab ich. Digga, also du brauchst nicht beim Imbiss gleiche Produkte wie beim Lebensmittelgeschäft. Das ist hoch. What the fuck? Schon getrennt. Wie viele Leute hier mittlerweile sind. What the fuck? Ab ins Kino mit dir. Saft finishen. Geschenk annehmen. Zack, Level 8. Let's go. Was ist das? Tulpenschule. Die hat jetzt ungefähr 30.000 XP gemacht. Verbessern. Bum, 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 bum. Bessern. Geht wieder nicht. Zug holen. Verbessern. Mehr XP. Verbessern. Mehr XP. Verbessern. Mehr XP. Verbessern. Mehr XP. Verbessern, mehr Stadt. Das ist so eine. Alles wieder maxed. Das macht so keinen Sinn, was er da macht. Die Giraffe, weil sie die cool finden. Und wo kriege ich jetzt hier so welche Puzzleteile? Also, dass er XP verbessert, macht schon Sinn. Aber das ist halt gar nicht. So, Kaffeebohnen. Ich sag, wenn er das alles mit LKW gemacht hätte, die Diamanten, hätte er viel mehr XP gemacht. Butter habe ich keine. Butter fehlt. Finishen. Die sind alle happy. Aber er kriegt natürlich jetzt auch Belohnung, sowas wie Spitzhacke, Klebeband und so. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das gibt ihm natürlich nochmal ein bisschen Geld. Die alle wieder untätig sind. Ab ins Kino. Spart ihm vielleicht Diamanten bei anderen Erweiterungen. Irgendwas Besseres? Kann ich mir noch irgendwas kaufen? Irgendwo irgendwie noch irgendwas machen? So level ich die Stadt gerade am schnellsten. Wo kriege ich noch Tiere her? Burger und den Kuchen. Dass er sein Rathaus verbessert hat mit 30 Leuten, macht auch nicht so viel Sinn, weil er jammt ja eh alle, die sind ja direkt weg. Geschenke. Zu wenig Leute hier am Bahnhof. Zug jetzt holen, verbessern geht noch nicht. Auch beim letzten Level noch einen dazu. Ja, dass ich mehr Platz habe, ne? Oh, holy shit. Mit alles, was ich brauche. Wahnsinn. Boah, jetzt kann er einen persönlichen Zug hochmachen. Mitnehmen, alle Brote mitnehmen. Das ist noch eine Herausforderung. 1000 XP, geil. Jetzt hier wieder die okay, Ringe ist bei 40.000 XP. Aber schon bei, wie viel Diamanten hat er ausgegeben? 8.000? Die Giraffe habe ich noch nicht gecheckt. Wo kriege ich denn mehr Tiere her? Das ist ja kacke. Ich will übel Pain und der krasseste sein. Wie soll ich denn nur ein Tier leveln? Puzzle sammeln für Tiere. Die geben mir sau viel Stuff, was man so braucht, um sein Land zu erweitern. Dafür geben die echt ziemlich viel. Und da gibt es ja auch kein tägliches Limit von den Dingern, oder? Warum muss man ihnen eigentlich sagen, wo sie hingehen? Ist das nicht total dumm? Kaffee ist aus. Aber es kostet doch auch ziemlich viel Kohle gerade wieder. Guck mal, die Hälfte des 250 Euro sind schon wieder weg.
Teuer ist die Stadt. What the fuck? Ja. Du hast am Anfang auch mehr ausgegeben. Sehr teuer für wenig XP. Ja, das war einmal eine große Ausgabe. Digga, ich hätte mir Heyday so gar nicht vorgestellt. Das ist ja riesig. Das ist ja gigantisch vom Umfang. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so... Das ist wie gesagt nicht wie ein Clash of Clans. Hier, Bogenschützenkönigin upgraden kostet 100 Euro. Ich drücke okay, zack. Und dann bist du halt irgendwann maxed. Hier sind es ja 1 Million Dinger, die du drücken musst. Und es gibt ja... Es gibt den Teich, es gibt die Stadt, es gibt das Tal, es gibt die Farm, es gibt alles. Das ist krass. Ja, schon alles sehr hoch, ey. Geil. Es gibt, also gibt schon einiges. Aufgebaut. Das ist sehr satisfying, alles hinzukriegen. Vorher habe ich mir auch Free-to-Play ein paar Sachen reingezogen. Ich verstehe schon, warum das Leute seit 10 Jahren zocken. Ey, diesen scheiß Brotkopf. Warum Leute das seit 10 Jahren zocken? Ich glaube, damit meint er mich. Die Geschenke ich kriege. Ich frage nochmal, was ist das Krasseste, was sie mir schenken können? Let's go, Level 9. Level 9. Haben wir ein neues Gebäude? Ich will Kurbat ist ein gutes Gebäude, hier aber... Hier angezeigt, dann habe ich doch keins. Gebäude also nach Pension... Da. Kurbat? Das Beste. Pension und Kurbat sind die besten Gebäude. Finishen, aufmachen. Level 9 einfach. Okay, was wird hier angeboten? Ja, das ist halt teuer, wenn das so auf einen Schlag kommt, ne? 4 Plätze brauchen wir immer. Wieso kann ich das so weit verbessern? What the fuck? Er hat schon 11.000 Dias ausgegeben, ne? Fertig, ne? Schiffe gleich Puzzleteile? Richtig. Welche Schiffe? Welche Schiffe? In meiner Base? Oh, wie viele Leute in der Stadt sind. Geil. Speckkuchen. Also pro Tag kommen zufällig 5 Schiffe Speckkuchen mit Puzzleteilen. Geil. Kaffee. Wenn man Glück hat. Eins kriegt man easy, halt, aber man kann ne? theoretisch 5 Puzzleschiffe am Tag bekommen. 10 Käse. Popcorn haben wir. Chili-Popcorn. 2 verschiedene Popcorn. Apfelsaft. Apfelsaft und Eis. Geil, alles wieder gehabt. Bringt jetzt der Typ aus der Kur deutlich mehr XP? Die Giraffe habe ich jetzt aber immer noch nicht gecheckt. Naja, egal. Und ich will mehr. Wenn ich Level 50 bin, gehe ich einmal Kirschen ernten. Aber wir müssen erst Level 50 durch die Stadt kommen. Zack. Ey, Imbiss läuft am besten. Wahnsinn. Wie lange er braucht, um da zu leveln, ne? Das ist schon heftig. Auflauf. Muffin. Auch alles 70.000 XP. Geil. Scheißbrot und Milch. Eier habe ich nicht. Scheiße. Ey, krass, was die alles brauchen. 70.000 ist schon viel, aber guck mal, wie viel Dias er ausgegeben hat. Kaffee, geil, Eier. Ich stell mal vor, er wird die ganzen Produkte gar nicht kriegen, ey. Da müsste er noch viel mehr Butter. Der Mokka fehlt, ausgeben. Der Muffin fehlt. Ey, Anton, du bist im Video. Ich will Puzzleteile her. Ich will mehr Tiere haben. Kann ich mir Puzzleteile kaufen irgendwo? Vom Schiff. Ganz normales Schiff. Das Schiff, was ich denke. Aber das finde ich aber auch cool an Heyday, dass man sich nicht alles kaufen kann, wisst ihr? Man kann sich keine Puzzleteile jammen, man kann sich den Farmpass nicht hochjammen. Das finde ich schon cool. Traurig. Was ist denn mit der? Bei dem Schiff kriege ich Puzzleteile. Oh, das ist jetzt neu, dieser Puzzle-Button. Jetzt kriege ich jedes Mal ein Puzzleteil. Oh, hätte ich das mal schon gestern gehabt, ne? Bitter. Irgendjemand Kaffee? Keiner Kaffee, Alter. Ist das so schwer herzustellen? Ey, Tiere bringen mir ja eh nichts. Keiner aus dem ganzen Klaren Kaffee. Selbst wenn kriegt er eh nur maximal 5 Puzzleteile. Das ist eine heiße Schokolade. Das ist kein Kaffee. Und das ist ein Espresso. Und das ist eine heiße Schokolade. Kaffee Latte. Himbeermocker, Mocker, Sahne. Ah, jetzt krieg ich ein Puzzleteil. Oh, das wäre gestern so stark gewesen. Jetzt kriegt er keins mehr. Achso, nicht jedes Mal. Kann der Wagen auch ein Puzzleteil hier geben? Jetzt mit den neuen Bewohnern wollen auch mehr ans Kurbad. Der LKW kriegt da keine Puzzleteile. Imbiss, Speckkuchen, easy. Oh, Level 50. Level 50. Ihr wisst, also die 5 Puzzleteile kann man theoretisch bei den Schiffen kriegen. Das ist zufällig, ob ein Schiff ein Puzzleteil hat oder nicht. Oh, keine Felder. Und du kannst theoretisch 5 Stück am Tag von Schiffen bekommen. Theoretisch. Eins ist easy, die anderen 4 sind unwahrscheinlicher. Aber es geht theoretisch. Blumenladen. Boah, der Blumenladen ist gut, der jetzt mit Rustikalas draußen. Jetzt kann er gut Geld verdienen. 2000 XP, es geht los. Kirschen ernten. Und das sind viele. Für die jetzt eingeschaltet haben, Kirsche gibt bestimmt nicht viel XP. Und dann habe ich hier noch Kirschen. Okay. Wie viele Kirschen habe ich? So, welches Level kommt der jetzt wohl mit den ganzen Kirschen? Ich sag bestimmt... Also ein Level abschafft er damit schon... So los, wir sind bei 2600 XP. Mal gucken, wie weit wir kommen. Das sind diesmal ja so... Ach du Scheiße, jetzt sind die Bäume tot heute. No fucking way, die sind jetzt schon tot, die Oberen. Ja, wohl, ein Level ist eigentlich übertrieben, ne? So viele sind das jetzt auch nicht. Rein, aber Freunde voll. Das ist ein gutes Angebot. Guck mal, da war ich auch kurz im Stream. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum man die Kirschen jetzt so billig verkauft. Klar, also es geht schneller und so, aber hä? Er braucht doch Geld auch noch. Ja, gerade absolut nicht für den Profit, sondern... Digga, das ist so scheiße mit einer Hand. Ich pack's nicht. Man will schnell klicken. Das ist so klobig. Geht nicht. Ich will meine Hand wieder. Kenn ich. Nervig. Das macht ja richtig Angst. Ach so, für seine Zuschauer, ja, okay. Viele ja, auch sind. Alter. Kann das nicht irgendjemand mir einfach abkaufen, die Kirschen, dass die einfach weg sind? Ich will die gar nicht haben, ich will nur die XP. Kaufst du Kirschen? Nö. Kaufst du Kirschen? Nö. Seid ihr Kacke. Ja, dann ist ja noch. Hat aber gute XP gegeben, das. Geht's Stuff, ja noch. Ey. Wir sind lange noch nicht beim Ende. Ne? Ach, die Bäume sind jetzt alle tot. Das Level weiß ich jetzt gerade gar nicht so, wie ich damit Kirschen umgehen geben soll. Kirschen geben wir nur 13 XP. Diesmal viel, viel mehr Kirschen irgendwie. Das sind ja viel mehr Kirschen als letztes Mal. Scheiße, wieder 1000 Kirschen. Das sind einige. Einige Kirschen. Ey, mein Clan wird überlaufen mit Kirschen. Das ist der beste Weg. Digga, ich dreh durch. Das kann ich nicht. Das ist so verkrampft, auf so schnell so den Stuff möglichst schnell verkaufen zu wollen. Ja, verkaufen ist echt mies, ey. Ich hätte auch am liebsten ab und zu einfach mal so einen Müllbutton, wo du einfach sagst, ich schmeiß jetzt 500 Weizen einfach weg. Ist das denn gut XP? Ich fühle auch gar nichts.
voll? Oh, was? Ich drück gar nichts. Digga, wer hätte es gedacht? Maxed in Clash of Clans. Dreimal Maxed in Clash Royale. Maxed in Rush Wars. Maxed in Everdale. Maxed in Clash Quest. Und dann breche ich an Heyday? Wow, wer hätte es gedacht? Heyday, das ist super, ja, das schwerste Spiel von Supercell. Ey, wie geil, wie schnell. Das ist auf jeden Fall nicht einfach. In 10 Sekunden, wo ich es reingestellt habe, ist es weg. Er kauft es, bevor ich es kaufe. Der kann mir nicht mal ein NPC einfach diese scheiß Kirschen abkaufen. Das ist ja eine, da wirst du ja affig bei der Klickerei. Das ist ja nicht, ja, muss ich immer ein paar mehr behalten, sonst kaufen die nicht. Scheiße, sind das noch viele Kirschen. Es wurden viel mehr Kirschen als letztes Mal. Das sind viel mehr Kirschen. Du musst auch noch alle mit Segen umkillen, voll, ne? Ey, fürs YouTube-Video ist das so bestimmt geil. Das, ey, da hätte ich so keinen Bock drauf, ne? Aber ich hätte das so. Stream verkaufe ich seit einer Stunde Kirschen. Statt 2 Kirschen pro Baum bekommst du jetzt 3 Kirschen pro Baum. So backt das Schild. Ja, es sind doch 4 Kirschen, die er bekommt. Was macht das? Oh Gott. Das mache ich nicht. Ich weiß gerade nicht, was das passiert. Ist im Arsch, ja, es ist im Arsch. Ich wette, Trimax wird sich sogar irgendeinen einstellen, der für ihn die Kirschen beleben lässt. Hier, er sieht irgendeinen 8-jährigen Jungen auf der Straße. Ey, komm mal, willst du die Kirschen für mich beleben? Kriegst du 100 Euro. Ich wette, das würde er da machen, hundertprozentig. Von vorne an. Das würde ich aber auch machen, ey, ohne Scheiß. Ich hätte auch keinen Bock drauf, alle Kirschen zu beleben. Mal, wieso macht denn keiner so eine große Farm, wenn das die beste Methode für Geld und XP ist? Jetzt habe ich's. Weil es mega kacke ist. Digga, aber er hat schon 48.000 XP gemacht. Hab's nicht geschafft. Hab's nicht geschafft auf Level 100. Schade. Ich stelle auch keine Schilder, dass ich sie nochmal neu baue. Ich säg sie ab. Kaufst du bitte Kirschen? Ja! Halt's Maul. Warte noch kurz. Oh mein Gott, er kauft 636 Kirschen. Für 35.000 sogar. Geil. Legende, der Typ. Das ist aber weniger als er. Ja, gut. Ich stelle keine Schilder bei dem Shop. War doch mehr als er im Shop verkaufen würde. Man kann die gar nicht sehen. Nehmen wir mal an, ich stelle hier Schilder auf, okay? Schild. Und an dem Baum dahinter sehe gar nichts. Guck mal, ich weiß, ich habe gar keine Ahnung, wo ich das Schild aufstelle. Millionen Bäume würde ich vergessen. Guck euch die Scheiße mal an. Ich brauche einen NPC, der mir die scheiß Kirschen abkauft. Wann kommt denn hier mal wieder einer? Also, das Kirschenabenteuer hat sich nicht gelohnt. Er muss immer auf andere Farmen gehen, sonst kommen die nicht. 2000 Sägen. Ist das vielleicht mit Büschen einfacher, wo man mehr Übersicht hat? Ich finde die Bäume scheiße. Ich verstehe nicht, warum er. Also, er hätte ja zum einen Kakaobäume machen können, später. Also, die hat ja jetzt. Ja, also Kakaobäume auf jeden Fall. Und aber warum nicht Brombeeren? Also, Brombeeren hätte ja nochmal viel mehr gegeben als Kirschen. Erstens mehr Geld und zweitens auch mehr XP. Und die hat er ja schon lange. Also, ich verstehe nicht, warum mir der Chat da Kirschen geraten hat. Digga, das ist Kotze. Kotze. Richtig heftig. Das war so scheiße. Ich habe 1 Milliarde Kirschbäume. Ich werde die Kirschen nicht los. Ich werde die Bäume nicht los. Ich kann sie nicht reviven. Ich kann sie nicht wegsägen. Neuen Account. Und dann diese Scheiße hier. Neuer Account. Oh. Er hat schon 5000 Euro ausgegeben, aber noch mehr. Aber neuer Account. Ich spare dir maximal viele Kirschen zusammen. Und dann gehe ich in eine Stadt und warte, bis wieder ein NPC kommt und mir alle Kirschen auf einmal abkauft. Oh Gott. Das dauert ja ewig. In die Stadt und hoffen, dass irgendein NPC kommt. Aber ich bin schockiert, wie schwer das doch ist, hier überhaupt irgendwie ein paar Meter zu machen. Das ist krank, wie viel Spielzeit ich habe und dass hier 7500 Euro drin stecken und ich trotzdem wahnsinnig viele Zuschauer, die das Game schon lange zocken, nie überholen werde. Niemals. Das ist schon krass. Meine Mom ist Expertin im Game, fast 10 Jahre Erfahrung. Jede Mom ist Expertin im Game, das ist krank. Vor allem 10 Jahre ist das alt und es wird noch so doll gezockt. Das wird gerade nochmal mächtig wiederbelebt. Ist aber auch alles in dem Game drauf konzipiert, dich süchtig zu machen nach dieser Farm. Das ist echt stressig. Weil ich bin ja schon süchtig nach Clash of Clans nachts Farm. Und ich bin auch süchtig nach Clash Royale spielen. So, das ist dumm. Ey, diese Kirschen töten mich. Boah, die ganzen Kirschen, ey, ich würde durchdrehen. Kirschen. Oh Gott, bitte kauf Kirschen. Bitte kauf einfach alle Kirschen. Ey, das ist echt, ich würde so durchdrehen. Einfach so. Oh, 300 nur. Warum nicht 1000? Nichts. 300 ist nichts. Leute, wir müssen umdenken. Wie kann ich meine Gems am besten ausgeben, dass ich am schnellsten level? Die Baumscheiße hier war eine Katastrophe. Das ist ein Albtraum. Ich habe heute 100 Bäume gefällt, weil ich die Schilder nicht aufstellen wollte. Ich würde heulen an deiner Stelle. Ja, danke. Ich brauche einfach unendlich Segen. Ich würde auch heulen. Also, ey, das wäre grausam. Ich hatte über 2000 Bäume. Grausam. Ich werde die Kirschen nicht los. Das wird ein Gigakrampf, die alle wegzufällen. Und ihr seid euch immer noch sicher, dass die Stadt stark ist? Macht das Sinn, die einmal fett hoch zu leveln, weil sie dann passiv stark XP bringt und so ein Stuff? Sagt mir mal in euren Worten, warum die Stadt so stark ist. Okay, da sind wir fertig. Sehr verzweifelte Folge, bin ich ehrlich. Sehr verzweifelte Folge. Die Stadt ist nicht gut. Keine Tiere, die Stadt geht überhaupt nicht weiter. Ich hatte recht, ich habe am Anfang des Videos gesagt, er kommt ca. Level 10 in der Stadt, er ist Level 10 geworden. Absoluter Reinfall, Katastrophe. Schrecklich, kein Level. Ey, schreibt mal sehr gerne in die Kommentare, wie kriege ich am besten XP für Diamanten? Klar, ich könnte irgendwie schnell maxen, dann kostet aber ein gemaxter Account irgendwie 40.000. Wir sind jetzt bei 7.500 Euro oder so ein Scheiß. Heftig. Das ist auch viel. Oh, das schmeckt natürlich. Die will 500 Kirschen haben. Geil.
Ja, ich verkaufe die am besten offstream einfach über NPCs. Alle 10 Minuten kommt, glaube ich, ein NPC und kauft sie 1 Milliarde Kirschen ab. Das ist, glaube ich, ganz geil. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich gebe nicht auf, ich werde Level 100. Irgendwie schaffen wir das. Schaffen wir das. Ja, bis zur nächsten Folge. Das ist schon mal gut. Ja, Video zu Ende. Auf jeden Fall sehr nice, ey. Wie gesagt, Stadt, Riesenfehler. Der hätte auf jeden Fall auf LKW gehen sollen. Und, was ich auch eben schon gesagt habe, er hätte nicht auf Besucher erhöhen gehen sollen, er hätte auf XP erhöhen gehen sollen bei den einzelnen Gebäuden. Und die Kirschbäume waren auch echt nicht gut. Also klar, levelt man und kriegt man gut Geld mit Kirschen, aber mit Brombeeren und Kakaobäumen hätte er halt das nochmal, vielleicht sogar das Doppelte geschafft, was er jetzt geschafft hat. Weil, ja, keine Ahnung, das war echt ein Missplay. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass er Projektabbruch und das Video auch Riesenfehler nennt, weil, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wer ihm da im Chat geraten hat, die Stadt zu spielen und wer ihm im Chat geraten hat, eine Kirschbäume aufzustellen. Das war echt, echt heftig. Ja, das war das Video. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Denkt an den Creator-Code, Daumen nach oben, Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Haut rein. Ciao.